Hallo ihr Lieben, ich bin gerade auf dem Weg zum Action und dachte mir, tja, da kann ich euch doch direkt mal mitnehmen. Ich will was aus dem Wochenangebot und ich zeige euch gleich direkt alles, was es Neuheiten gibt. Ihr wisst ja, Action Live gibt es einmal im Monat bei mir auf YouTube, also gerne abonnieren, falls du es noch nicht hast. Über einen Daumen nach oben würde ich mich immer freuen und jetzt gehen wir shoppen. So, da vorne ist er. Geht gleich rein. Der hat gerade erst, der hat gerade erst aufgemacht. Jetzt da kommt gleich einer mit einer Klimaanlage entgegen. Schauen wir mal, was es gibt. Ich habe ganz vergessen, was ich wollte, aber ich wollte irgendwas. Ich glaube so ein Edititilgerät oder sowas. Das sind die aktuellen Angebote einmal. Jetzt gehen wir rein. Das hier fand ich sehr interessant. Da dachte ich mir, das muss ich mitnehmen. Da kann man so etikettieren und das ist gerade im Wochenangebot eben. Und dann hast du hier sogar noch so Ersatzräume, wo du zusätzlich mitnehmen kannst. Das ist halt Schulhefte und alles, finde ich ziemlich cool irgendwie, oder? Braucht es die Welt? Ich weiß es nicht. Sieht auch cool aus. Ich zeige euch mal die aktuellen Wochenangebote. Schöner bunter Regenschirm, Sonnenschirm. Ein Staubsauger. Nicht zu empfehlen. Ihr wisst, Hühler bin ich. Hühler Vertriebspartnerin. Deswegen. Was ist das? Karaoke. Das ist ja cool. Mit Kids kabellos Karaoke Set. Gibt es auch in Schwarz zum Beispiel noch. Und das kann man dann aufnehmen. Oder wie stelle ich mir das vor? Das ist ja cool. 7. Irgendwie will ich das jetzt. Nicht teuer. Flexibler Gartenschlauch, also auch für den Garten. Sowas bräuchten wir eigentlich auch mal wieder. Unsere ist nämlich kaputt. Vielleicht nehme ich einen mit. Ich habe nicht meine Tasche dabei. Solche Aufbewahrungssachen. Deren Ernst? Ich bin noch im Sommer. Deren Ernst? Okay. Und Nanotape, das ist doch, glaube ich, super für Wohnwägen und sowas, ne? Das ist, glaube ich, so ein ganz fester Teaser, oder? Teaser wahrscheinlich. Nein, es ist nicht Teaser, es ist ein Nanotape. Es tut mir leid. Komm, gleich wieder so ein Klugschwätzer. Kabelbinder. Oh, so eine Bubble-Maschine. Das ist auch cool, ha? Huh? Ich glaube, die nehme ich der Amelie heute mit, dann hat die wieder Spaß. Ihre ist nämlich kaputt. So ein Eissachmaker, das ist auch cool, mit so kleinen Eisdingen. Das ist auch cool. Kann sie Eis machen. Ich nehme den auch mit für 1,39. Erstmal zeige ich euch alles und dann nehme ich alles mit, was ich will. Und dann schauen wir mal. BHs, Always binden, bin ich auf dem Ding. Was ist denn das? Aufblasbares Fußbad. Ja, man kann sich keinen Kübel nehmen, man muss ein aufblasbares Fußbad. Also was es nicht alles gibt. Aber irgendwie cool, ne? Wochenangebot ist auch gerade Glätteeisen, Föhn und Lockenstab, Babyflaschen, irgendwelche. Oh, jetzt geht's nochmal rein. Feelingsnutz, Flipflops, kleine Bälle. Die sind echt klein, schaut. Aber sind auch cool zum Spielen, ne? Für den Urlaub halt cool, dann passt das auch gut in den Koffer rein und sowas. Trotzdem hat man einen Ball dabei. Und? Das ist schön. Das ist ein schönes Bild. Das ist nicht Wochenangebot, das sind hier die ganzen Bilderrahmen und alles. Da haben die ja richtig viel. Das hier alles noch? Die sind so lecker. Ich glaube, die muss ich auch mitnehmen. Kennt ihr die? Das sind doch diese schwedischen. Nee, wahrscheinlich das sind jetzt nicht schwedisch, aber das sind Butterkekse. Richtig lecker, wahrscheinlich mit Ei, gell? Das ist meistens, aber die sind lecker. Nur 2,39, ich glaube, da nehme ich mir eine Trommel mit. Das heißt ja sogar, schaut, Kekse in Trommel. Also für mich ist es eine Dose. Was gibt es da noch so? Das ist auch neu, oder? Reisriegel. Okay. Lolli, ein überdimensional großer und Katzenfutter, 46 Cent. Ja.
ich glaube, das war es dann. Teppich und so habe ich euch schon gezeigt. Genau, das waren dann die Wochenangebote. Muss ich nur mal gucken, was ich hier wollte. Akkuschrauber. Oh, das ist ja auch cool. 16,95. So einen süßen Akkuschrauber. Könnte ich mir meinen eigenen kaufen, ne? Aber ich kann den von meinem Mann mit benutzen. Smart finde. Ja, sowas bräuchte ich. Aber sowas ist auch cool für die Kinder, ne? In den Rucksack einfach mit rein und dann ist das so wie der AirTag. Die habe ich alle auf den Boden geschmissen wegen dem Wasser. Das halt funktioniert, ne? 7,50 €. Airwing und sowas noch. Das ist aber schon, wenn das funktioniert. Doch, AirTag kostet bestimmt 30 € oder so. Müsste man halt nur gucken, ob das wirklich funktioniert. Dann ist das schon. Diese Karaoke-Maschine ist immer noch so, wo ich mir denke, soll ich? Schon cool. Ich habe jetzt auch so einen Schülerkalender mal mitgenommen für die Bella. Die kommt jetzt auf die weiterführende Schule. Ich weiß nicht, gibt es da noch Hausaufgabenhefte? Und fand den echt schön. Gibt es auch noch so einen Block? Ah, das muss man unbedingt mitnehmen, so ein Notizding. 1,59. Und sowas vielleicht brauche ich nicht, aber ich brauche so Notizdinger. Ah ja, das, ich habe mir schon hier ein Körbchen geholt. Das nehme ich jetzt auch mit. Probiere ich aus. Diese Perlen habe ich das letzte Mal schon gesehen. Finde ich einfach voll cool. Die waren sogar letzte Woche, glaube ich, im Wochenangebot, aber auch ohne 4,99. So ein ganzer Stapel Perlen. Oh, mega. Gibt es auch so ganz viel Bastelzubehör und Zeug. Richtig schön, oder? 4,29, dann hier so große Perlen, 2,29. Ist auch schön, da muss ich doch schöne Ketten damit machen. Ist voll die Beschäftigung jetzt auch für die Ferien, ne? Hier ist auch so Strasszeug zum Strass dran machen, 7,89. Oh, Diamond Pending, wenn man ganz viel Langeweile hat, ne? Ich nicht. Ich habe aber auch keinen Bock auf so Fummelarbeit, muss man ganz ehrlich sagen. Richtig coole Sachen. Und schaut mal meinen Korb an. Schon so viel. Achso, jetzt wackel ich mit dem Korb. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Was ist das? Ah, so ein Stempel. Brandmolkenkoffer. Diamond Painting. Sortier. Aua, muss mal hinstellen. So ein Sortierding. Das sieht auch cool aus, oder? Das kann man so richtig professionell starten damit. Stempelset. Ach Gott, ist die süß. Das habe ich mir meiner Mama gegeben, dass sie es machen soll, aber sie sagt, das ist total schwierig. Also ich hole es jetzt nicht raus, solche Figuren zu machen. Oh, voll süß, wenn man da voll Spaß dran hat. Hier gibt es eh so viel zum Basteln und zum Werkeln. Ja, so Twin Makers, so eine besondere Farbe. Da auch. Ganz viele Farben und Zeug. Kreisschneider. Das ist ja auch cool, oder? Zirkel, oder? Ne, was ist das? Ne. So ein Präsentationsschneider. Was ist das? Ach, so ein Stanzding. Das ist ja cool. Zum verschiedenen Sachen ausstanzen. Das ist nicht, oder? Figurenstanzer, doch, das gehört hier. Auch nochmal irgendwas. Figurenstanzer hier. 4,99 ist das letzte. Das ist echt cool, oder? Gerade für Kinder. Klebespray. Also zum Basteln, sag's immer wieder, findet man, das sind auch coole Stifte, findet man so viel hier. Da kann man sich wirklich richtig inspirieren lassen. Wolle auch. Kopfhörer. Muss jetzt mal gucken, was ich eigentlich kaufen wollte. Ich glaube, das alles wollte ich gar nicht. Ich lasse den Korb stehen. Wollte das nicht. Also man kauft doch immer was hier bei Action, oder? Faszinierend. Oh, jetzt für den Schulanfang, ne? Kann das so spitze. Das sieht auch ziemlich cool aus. Für 69 Cent. Cool, oder? Kann man sich nicht beschweren. Pastellfarben. Das ist auch cool. Also wahrscheinlich ist das Bleistift, oder? Scheren. Ich sag ja, da hast du eine riesen Auswahl. Auch hier an Heften und Zeug. Und natürlich, schaut mal, so viel kostet er nochmal. Ich spare jetzt 1 €. Und die kann man immer kaufen. Schaut, die kosten 99 Cent. Das ist doch gut zu wissen, dass die da eigentlich im Standardsortiment liegen.
Ah ja, genau, sowas brauche ich. So ein kleines Notizding. Ich glaube, das ist schon perfekt. Da nehme ich eins mit. Sowas brauche ich. Den Rucksack haben wir übrigens zu Hause. Den liebt die Amelie. Sie hat so ganz viele Rucksäcke und Co. Und zu einem ganz kleinen Preis. Das sieht ja auch süß aus. Schaut mal. Kann man das mal genauer anschauen? Das sieht echt schön aus, ne? Wie Stifte und sowas. Gefällt mir. Gibt's auch noch sowas? Also so viele. Sie ist merkbar, dass Ferien sind. Das sieht cool aus. Den Bambusbox hier. Richtig schön, ne? Und schön ordentlich mit so Schubfächern. Und da habt ihr auch noch mal eins. Das sieht nicht so schön aus. Ne, das ist doch schön, aber da steht gar kein Preis dran. Aber das sieht echt schön aus. Ist auch nicht so viel. Das wird so 3-4 Euro kosten wahrscheinlich. Ein bisschen mehr. Es gibt es auch aus Pappe. Ah, Frischhaltefolie bräuchte ich. Gibt es das hier? Grillfolie. Das ist das, oder? Frischhaltefolie. Sehr gut. Wie die hier heißt. Wie verbrauche ich das? So solche. Was ist das? Windbraid-Sticks. Für den Klo. Ah, für die nicht Klo. Mülleimer. Da sind auch noch so süße Mülleimer. Achso, das sind dann einfach so. Ah, schaut. So funktioniert das. Lisa drückt wieder wie wild. Große Mülleimer. Ganz viel Aufbewahrung. Das ist auch süß. Der Eimer. 99 Cent. Kann man halt auch was neu stapeln, gell? Das ist auch praktisch. Zum Beispiel für die Sandsachen. Aber das ist fast schon wieder zu klein für Sandsachen, ne? Oh, toll, die haben wir zu Hause ganz viele. Da laufe ich gefühlt auch jedes Mal dran vorbei und denke mir, ach, wie süß. 79 Cent aus Plastik, aber süß, oder? 1,99 größer. Aber was mache ich da rein? Aber süß. Richtig süß. Pepperschüssel. Das wird der Amelie gefallen. Trinken. Hier gibt es nichts Neues, ne? Nö. Alles beim Alten geblieben. So ein Eimer müsste ich vielleicht nochmal mitnehmen. Nee, wir haben einen. Aber hier gibt es auch solche Eimer, schaut. Manchmal habe ich das Gefühl, ich brauche immer alles doppelt und dreifach. Guck mal, hier gibt es sogar dieses Besteck vom Ikea. Also, so ist es ja Ikea-like. 98 Cent nur, krass, oder? Genauso wie diese Tellerchen, Schüsselchen. Richtig gut. Bei Ikea kosten die viel, viel mehr. Diese Strohhalme. Das ist doch mega. Aber wir haben auch davon reichlich und genug. Die Becher sind süß. Ich glaube, wir haben auch genug Becher. Zuckerwattenmaschine. Das ist so geil. Eigentlich sollte ich sie kaufen, gell? Weil es halt einfach cool ist. Aber ich habe keinen Bock auf das Geklebe. Ich kann mir vorstellen, danach hat man eine Riesensauerei. Wenn die mal ins Wochenangebot kommt, dann kaufe ich sie. Also, ich habe es versprochen. Oh, das ist ja auch cool. Crepe Maker, aber sieht richtig cool aus, oder? Eine ganz neue. Den habe ich jetzt noch nicht gesehen. Sieht richtig cool aus. Da braucht man nichts. Richtig günstig. Der Zwiebelschneider habe ich euch, glaube ich, beim letzten Mal schon gezeigt. Oder auf Instagram, ich weiß es nicht. Wie ich da ein Haul gemacht habe. Und die Wasserflaschen mit Schraubdeck. Auch süß aus. Ja? Dann einfach für den Garten rauszustellen. Richtig schön. Oh, die Karaffe ist auch schön. Finde ich ja cool. Ich habe dieses große Ding gekauft, wo man so spenden kann. Denkst du, ich habe es bis jetzt einmal benutzt? Nö. Sollte ich vielleicht jetzt mal benutzen. Ich wollte dann habe ich gesagt, ich muss noch. Oh, die sind schön. Schau mal, die sind aus Glas und dann mit so einem Deckel. Vorratsgehälter mit Deckel. Aber was machst du da rein? Ist jetzt nicht so groß, gell? Aber richtig schön. Doch. Und die Tassen. Wie edel. Oh, sieht schön aus. Richtig schön. Da kann man schon schöne Sachen finden, ne? Wer sucht, der findet. Ja, so wie Lisa. Naja, ohne Witz. Es ist noch mehr Herbstdeko.
Nein, wir haben Sommer. Ach, schon süß. Herbst ist halt auch eine schöne Jahreszeit, ne? Aber ich mag noch nicht. Seid ihr schon in Herbststimmung? Ja, ich nicht. Bin in Sommerstimmung. Ach, die sieht immer so süß hier aus. Schaut mal. Kannst du so geil dekorieren. Richtig schön. Kerzen. Ganz viele. Schöne Pastelltöne auch. Noch mehr Kerzen. Hier gibt es noch Bilderrahmen. Oh, der ist ja auch cool, ne? So ein runder Mal. Mit Fotos kannst du den bestücken. Sieht auch schön aus. Uhr. Ganz viele Uhren. So, jetzt laufen wir mal Stückchen für Stückchen durch. Hier wird es übrigens immer voller und ich muss dann noch in die Stadt. Sieht auch cool aus, oder? Und ich wollte eigentlich gar nichts kaufen und habe schon ganz einen vollen Korb. Mein Arm fällt mir bald ab. Hier gibt es noch für Tierchen was. Das wollt ihr auch immer sehen. Das ist, glaube ich, auch ganz cool für unterwegs, ne? Für längere Autofahrten. 2,49. Wer schreibt denn jetzt schon wieder? Ja, so ein Pool. Hundeplansch. Irgendwas. So, ich sag's euch, hier ist voll. Full Gartenschlauch. 6,95. Da ist der flexible aber gerade im Angebot, gell? Hier gibt es auch Kühlakkus und sowas noch. Aber nicht mehr lang wahrscheinlich, weil Herbstdeko ist schon eingezogen, wisst ihr Bescheid. Hier ist der lange Gang. Was ist das? Flaschenkühle. Campingabteilung. Brauchen wir auch nichts. Campingstühle, sowas habe ich mir mal gedacht. Ach, das ist nur so ein, leider so ein flacher Stuhl. So einen richtigen Campingstuhl habe ich mir mal gedacht, könnte ich gebrauchen. Wo man schon ein bisschen höher sitzt, ne? Da brauche ich jetzt auch nichts mehr Gartenmäßiges. Da ist nochmal dieser Schlauch, aber den brauchen wir auch nicht. Nee. Laufen wir nochmal durch die Spielzeugabteilung. Dass wir vielleicht eventuell hier noch irgendwas gebrauchen könnten. Nein, weil die Kinderzimmer sind eigentlich voll, aber manchmal kann man da echt süße Sachen mitnehmen, wo die Kids halt dann obala süß megamäßig beschäftigt sind. Also auch so Barbie-Kleidung oder sowas findet ihr hier richtig viel für 1,49. Ganz verschiedene und viele Outfits. Das sind auch so coole Sticker. Ich muss mal welche mitnehmen. Kostet 99 Cent. Die Amelie liebt die voll. Wir haben die unterschiedliche. Wir haben Tiere zu Hause. Da gibt es noch Fische. Was gibt es da noch? Meerjungfrau. Dinos, oder? Wir haben die Farm. Farm gibt's. Ach, da gibt es noch Traktoren. Schaut mal. Prinzessinnen. Autos. Autos, das Prinzessin ist auch ganz cool. Wo hat das jetzt das da? Mit Regenbogen und sowas finde ich auch cool. Warte mal, das will ich vielleicht. Was ist das? Das sind Dinos. Das sind Dinos. Wir haben Bauern, schon, den gibt es gar nicht mehr, den Bauern. Das sind auch wieder Dinos. Das sind Meerjungfrauen und sowas. Und das sind Ufos. Ah, da, schaut mal. Das sind solche Tiere. Aber das haben wir auch nicht. Wir haben noch mal was anderes. Wir haben Zootiere. Soll ich den da oder den da? Das ist auch cool mit solchen Dingen. Ne, ich glaube, ich finde die Tiere cooler. Da kann man das nämlich so schön benennen, was was ist. Check. Check, so schnell geht das. Was ist das? Noch mehr Sticker. Ja, hier kannst du Sticker ohne Ende kaufen, Leute. Gerade so zum Beschäftigen. Machen wir euch ein bisschen weiter. Das haben wir auch. Kann ich euch empfehlen. Wir haben das Grüne, ist ja wurscht. Das fürs Auto, dann ist das wie so eine Unterlage. Und dann sind sogar noch ja, Stifte und so dabei. Aber das ist halt so ein bisschen fester. Ne? Dann Amelie malt dann voll gut im Auto und beschäftigt sich. Also Autofahrten haben wir gar keine Probleme, weil ich immer genug Beschäftigungsmaterial mitnehme. Das kannst du hier auch voll gut kaufen. Und vor allem günstig. Süß, schaut mal. Zum Verschenken ist so ein cool. Also da würde sich doch ein Kind voll freuen. So einem Täschle. Ne? Eisenmacher. Sandspielzeug. Das ist auch cool, oder?
Wir haben Sandkasten. Wir brauchen das nicht. Da kannst du so. Obala. Sandburgen selbst bauen. Das ist doch dieser auf Sand da bestimmt. Das ist nächste Woche im Wochenangebot, das habe ich schon gesehen. Ist aber auch cool mit so großen Perlen. Oh mein, cool. Ich glaube, dann nächste Woche 5,95. Meistens um 1,50 Euro sind immer günstiger. Oh, das ist ja schön. Malen nach Zahlen auf Holz. Das wäre was für Bella. Malen nach Zahlen auf Holz. Sieht sehr schön aus, ne? Und dann kannst du das aufnehmen. Ich glaube, ich nehme mir da eins mit, aber dann muss ich fast der Luana auch eins mitnehmen. Was sind das immer die gleichen? Achso, entweder oder, oder? Ja, das ist schön. Das findest du immer so schöne Sachen. Oder sind das zwei? Achso, das sind zwei Designs. Jetzt check ich's. Oh mein Gott. Ich muss noch gucken, ob ich was für einen Kindergeburtstag finde. Amelie wird ja drei. Eine Kerze habe ich schon mal gefunden. Kann ich auf ihren Muffin stellen, ne? Zum Auspusten. Check. 44 Cent. So Tellerchen gibt es auch. Ich glaube aber, ich habe eine Zahl. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Oh, natürlich hier durchwühlen. Das finde ich immer so schrecklich, dass das hier nicht so sortierter ist. Das sind ja zwei. 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 Oh, schon 100 Jahre. Um die richtige Zahl. Vier. Da ist eine 3, aber ein Gold. Gold gefällt mir jetzt hier nicht so. Oder? Bunt wäre schön, glaube ich. Ah, hier ist eine 3 in Silber. Oder doch lieber Gold. So, jetzt habe ich erstmal eine Stunde im Action telefoniert. Eigentlich wollte ich euch das hier zeigen. Happy Birthday gibt es hier auch, voll cool. So eine Lichterkette für 1,99. Und es gibt sogar eine Pinata für 6,29. Das süße Einhorn hier. Und Luftmaschinen und keine Ahnung. Ich glaube, es gibt sogar hier Helium. Aber das habe ich jetzt hier nicht gesehen. Aber ich glaube, das darf auch nicht so einfach hier rumstehen. So was habe ich jetzt auch noch mit. Habe ich das euch schon gezeigt? Ne, ich habe den Pfeffer mit. Nee, ja, Peppy. Geschenken für einen Geburtstag einfach. Ja, und jetzt habe ich keinen Bock mehr und jetzt gehe ich, glaube ich, jetzt hier raus. Es reicht. Achso, das habe ich auch mit. Das sah so lecker aus. Ich hoffe, es schmilzt mir jetzt nicht im Auto, weil ich muss noch in die Stadt. Genau. So sieht's aus. Jetzt gehe ich aber raus. Hier habe ich vielleicht noch eine Tüte oder so. Den Korb oder ich laufe. Oh, ist auch blöd. Mal gucken. Süß, da gibt es die kleine Nutella, was aber arschteuer ist, aber es schon süß aussieht, ne? Brauche ich hier noch irgendwas? Ah, da könnte ich, die mag mein Mann so gern, könnte ich mal eins mitnehmen. Nur nicht zu viel, gell? Und vielleicht irgendwelche Cracker? Ne, das schmeckt nicht. Hm. Ah ja, schaut's hier. Helium, habe ich doch gesagt, gibt es hier auch. 21,99. So Backmischungen. Aber da brauchen wir nichts. So, ich mache hier mal gleich das Ende. Ich war jetzt noch in der Stadt. Ich habe was Silberchromes gesucht und noch nichts gefunden. Werde euch dann Action Live Haul einmal hier rum zusammenschneiden. Wieder. Und das, was ich eingekauft habe, das mache ich dann in einen Mischwaschraum mit rein, wie ich da hinten geguckt habe. Genau, so mache ich es, glaube ich, am schlauesten. Genau. Weil, oder vielleicht mache ich sogar einen separaten Hoarder. Das ist schon viel, was ich dann am Schwede viel Geld ausgegeben habe. Aber da findet man doch immer was. Man kommt nicht ohne was raus. Ihr Lieben, übernommen noch unbedingt mich riesig freuen über kostenloses Abo natürlich auch. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Schaut sehr, sehr gerne auf Lisa Schnapper auf Instagram vorbei. So, da waren ganz viele. Ciao, ihr Lieben.